Ein Moment des Innehaltens. Nach dem tödlichen Messerattentat von Solingen gedenkt Bundeskanzler Olaf Scholz der Opfer in der nordrhein-westfälischen Stadt. Gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Landesinnenminister Herbert Reul legt er Blumen an dem Ort nieder, an dem ein mutmaßlicher Islamist am Freitagabend 3 Menschen erstochen und mehrere weitere teils schwer verletzt hatte. Der 26-jährige Syrer hatte sich seiner Abschiebung entzogen. Neben einer raschen Verschärfung des Waffenrechts kündigt Scholz in Solingen einen härteren Kurs in der Migrationspolitik an. Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden. Nach einem Gespräch mit Ersthelfern in Solingen sagt Scholz, er empfinde Zorn. Und er gilt den Islamisten, die das friedliche Zusammenleben von uns allen bedrohen, die das friedliche Miteinander von Christen, Juden und Muslimen gefährden. Wir sind alle ein Land, das zusammenhält. Und wir werden uns diesen Zusammenhalt nicht kaputt machen lassen. Die Tat müsse schnell und hart bestraft werden, fordert Scholz. Der mutmaßliche Attentäter hatte am Freitagabend bei einem Stadtfest in Solingen wahllos auf Besucher eingestochen und tötete 3 von ihnen. Er soll die Tat im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat verübt haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts.